Wir haben vorhin über die Medien in der Türkei geredet. Nein, wir kommen nicht zu den türkischen Medien, keine Sorge. Wir kommen eher zu den Medien in Großbritannien und ich spreche natürlich, wenn ich über die Briten rede, rede ich nur über eine Sendeanstalt. Und wenn ihr wisst, hier bei Dercho TV, über welche Sendeanstalt wir reden, dann wisst ihr es natürlich. Ja, über die BBC, selbstverständlich. Dieses Jahrhundert wird, also dieses Jahr wird es 100 Jahre alt, aber die BBC hat ein Problem. Ja, und das nämlich, was alle öffentlich-rechtlichen Anstalten haben im Moment. Man muss sparen. Ja, das kennen ARD und ZDF ja auch zu gut, denn wegen der Rundfunkgebühr. Ja, vor allem ist es nämlich so, dass auch die Tories, nämlich die Konservativen, die in Großbritannien ja im Moment die Macht haben, auch ziemlich der BBC Vorwürfe machen, zu links, Kritik an irgendeiner Berichterstattung haben und natürlich auch klar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett reformieren wollen. Nun, klar, nun kam am Wochenende nämlich auch eine Nachricht, wo man wirklich, wenn man Fan der BBC ist, also oder selbst auch Mitarbeiter der BBC ist, kam nämlich von der Kulturministerin Nadine Dorries nämlich eine Bestätigung, dass nämlich die britische Rundfunkgebühr in 5 Jahren, also 2027, auslaufen soll. Bedeutet, danach muss die BBC gucken, wie sie sich finanziert. Heißt also, es gibt dann keine Rundfunkgebühr mehr und man muss gucken, wie man sich finanziert. Klar, man kann sich vollstopfen mit Werbung, dann nennt man das Privatfernsehen. Man kann es aber auch anders machen. Dennoch, neben dieser schlechten Nachricht, dass es in 5 Jahren eventuell Schluss sein könnte, wird aber noch der BBC noch ein weiterer Sparkurs verdonnert. Während man jetzt ja schon in 2 Wochen bald den Jugendkanal BBC 3 quasi wieder zurück aus dem Online-Bereich holt und jetzt, ja, und jetzt natürlich quasi muss man wieder sparen, so ist es jetzt quasi wieder mal ein Schlag ins Gesicht für die BBC geradewegs, Moin Marci, in diesem Jahr. Denn die Regierung hat nämlich auch beschlossen, dass in den kommenden beiden Jahren, also 2022 und 2023 nämlich, es keinen Inflationsausgleich geben werde. Heißt also, dass die britische, also dass die Gebühr, die britische Rundfunkgebühr bei 149 Pfund pro Jahr bleiben werden. Nicht pro Monat. Das wären ja die teuersten überhaupt. Man kann sich also ungefähr ausrechnen, ja, und zwar nämlich so, dass man halt sagen kann, ja, 159 geteilt durch 12. So sieht es nämlich aus. Dorries, also die Kulturministerin Nadine Dorries, lässt sich mit den Worten zitieren: Diese Ankündigung der Rundfunkgebühr wird die letzte sein. Die Zeiten, in denen ältere Menschen mit Gefängnisstrafen gedroht wurde und Gerichtsvollzieher an die Türen klopften, sind vorbei. Jetzt ist an der Zeit, neue Wege der Finanzierung, der Unterstützung und des Verkaufs großartiger britischer Inhalte zu erörtern und zu diskutieren. Ja. Dass die geplante Abschaffung ja auch jetzt nun angekündigt wurde, kommt ja auch nicht von ungefähr. Denn klar ist, die britische Regierung hat im Moment ein Problem. Wer es nicht mitbekommen hat, im Moment hat Boris Johnson, der britische Premierminister, ziemliche Probleme. Ihm wird ja sogar vorgeworfen, also ihm wird ja sogar angeboten, dass er zurücktreten soll. Doch wegen was? Es geht ja nicht nur um die Brexit-Folgen, es geht ja nicht nur um das Corona-Management. Doch es geht auch um Corona, denn während des Lockdowns in Großbritannien wurden in Downing Street Number 10, dem Regierungssitz der britischen Regierung, Partys gefeiert. Während das Volk zu Hause war und BBC geguckt hat, wahrscheinlich. Ja, so muss man das sagen. Die BBC hat es ja selbst nicht aufgedeckt, was ich im Übrigen auch erfahren habe am Wochenende. Denn diese ganze Geschichte, die nämlich um die Partys in Downing Street Number 10 im Mai 2020 nämlich waren, wurden von einem Privatsender aufgedeckt, ja, ITV News nämlich. Und die BBC ist ja, wie gesagt, das habe ich schon zu Beginn gesagt, ja immer wieder bei Populisten vor allem ja immer ins Kreuzfeuer gekommen. Und auch von der Opposition hagelte es Kritik, nicht an der BBC, sondern vor allem an den Konservativen. Also da hört es ja sowieso nicht auf, dass die Opposition dann immer wieder sagt, nee, das wollen wir nicht machen. Wie es aber weitergehen wird, das weiß man auch bei der BBC noch nicht in 5 Jahren. Das wird sich dann zeigen. Sollte aber wirklich die Rundfunkgebühr, die ja dem Sender ja zunächst ja auch 3,2 Milliarden Pfund Einnahmen natürlich macht, nämlich wegfallen, dann wird die BBC, so wie sie jetzt ist,
dann in 5 Jahren nicht mehr existieren. Das ist klar. Öffentlich diskutiert werden sollen nun in britischen Medien verschiedene Variante. Die bequemste wäre eine Art Haushaltsgebühr, die halt also nicht an den TV-Empfang gebunden ist. Ne? Also ähnlich wie zum Beispiel hier in Deutschland. Würde also nicht direkt das Aus der BBC bedeuten, sondern man würde dementsprechend, hoppala, ich habe noch mein Handy auf laut, würde nämlich dementsprechend auch bedeuten, hoppala, das wollte ich nicht. Ich bin gerade an mein Handy gekommen, mein Handy ist auch noch mein Stream Deck, also bitte nicht wundern. Also es wäre dann natürlich so, dass es nämlich dann das deutsche Modell wäre, wie der Rundfunkbeitrag nämlich, hier in Deutschland. Möglich wäre auch eine Teilprivatisierung, was ja in Europa bisher nur einmal passiert ist. Und das nämlich schon vor mehr als 3 Jahrzehnten, nämlich beim französischen Sender TF1, für die, die kein Französisch können. Denn der Sender TF1 in Frankreich war bis vor 30, 35 Jahren nämlich noch ein öffentlich-rechtliches Programm. Das erste französische Fernsehen ist dann in den 80ern privatisiert worden und ist einer der erfolgreichsten Privatsender in Frankreich. Wäre auch möglich, aber natürlich auch neben einer Teilprivatisierung natürlich auch die Teilfinanzierung durch Werbung. Wäre also quasi so der Schritt, man wäre die direkte Konkurrenz wie bei ITV, Sky. Gut, Sky, das wäre nämlich noch eine Möglichkeit, auch eine Umstellung als Abo-Modell. Also wie es zum Beispiel Sky anbietet. Ne? Was aber allerdings auch die Breite des Angebots, wie jetzt natürlich zum Beispiel ist, die BBC hat, wenn ich jetzt mal so nachdenke, BBC 1, 2, 3, 4 News, World News, CBBC, CBeebies, 3 Millionen Fernsehsender. Ne, es sind schon deutlich, es sind fast 10 oder sogar mehr als 10 Fernsehsender. 10, also ich glaube sogar auch 10 Radiosender, dann ist es sogar auch noch der private Arm, es gibt ja auch noch den privaten Arm, es ist so viel, was die BBC ja im Moment ist. Lest es euch mal durch, mal auf der BBC-Webseite, was da alles noch dazugehört. Wiederum aber könnte natürlich, klar, sowas nämlich auch eine Teilprivatisierung oder halt natürlich auch, wie gesagt, so ein Abo-Modell, die Abhängigkeit der Regierung ein bisschen unabhängig machen oder generell abhängig machen, was nämlich auch für die Briten sehr, sehr, also für die BBC, fürs britische Rundfunk auch sehr wichtig wäre. So müsste man sich nicht mehr, sagen wir mal, darum kümmern, dass, ja, dass man sich durchgehend dann Gedanken machen muss, wie wird der Sender in den nächsten Jahren finanziert. Klar ist auch, wenn man das Abo-Modell macht, muss man auch hoffen, wie viele machen mit. Wenn es nur 1 Million ist und man will dieses Gerüst der BBC, was jetzt schon natürlich seit Jahren da ist, halten will, dann müsste eigentlich ganz Großbritannien, würde das Modell eigentlich rausfallen, würde also bedeuten, eine Art Haushaltsgebühr, sprich wie bei uns der Rundfunkbeitrag, was aber auch möglich wäre, die Teilprivatisierung. Das wird jetzt in den nächsten 5 Jahren diskutiert, kann aber auch natürlich nach hinten losgehen, denn wie gesagt, damit will, und das sehen die Kritiker nämlich so, vor allem der Tories, nämlich der britischen Regierung, die Kritiker der britischen Regierung, dass ja vor allem nämlich die Regierung von Boris Johnson ja, die ablenken will von den Skandalen, wie gesagt, Partygate, ja, schlecht beim Brexit und so weiter und auch das Corona-Management, was im Moment kompletter Mist ist, obwohl es zum Beginn der Impfkampagne ja funktioniert hatte, wo man ja selbst ja sogar auch noch den Premierminister belächelt hatte. Heute, Anfang 2022, sieht es da ein bisschen anders aus bei den Briten jetzt, was die Regierung angeht. Und dennoch, man schaut einfach woanders hin und zeigt den Finger erstmal da drauf, anstatt sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern. Typisch Briten. Quatsch.